Markus wird nun die Predigt halten. Ich habe leider nicht den deutschen Text, sondern nur eine italienische Übersetzung. Er wird auf Spanisch predigen. Ich werde mein Bestes geben, das zu übersetzen, damit Sie dem Text folgen können. Ich darf Sie aber jetzt schon auf unsere Homepage hinweisen. Dort finden Sie dann den Text zum Nachlesen auch auf Deutsch, www.radiovatikan.de, ab morgen. Alegrense siempre en el Señor. Freut euch alle Zeit im Herrn. Ich wiederhole, freut euch. Das ist eine Einladung, die uns sehr stark unser Leben trifft. Seid freut euch, sagt der heilige Paulus mit einer Kraft, die fast wie ein Befehl klingt. Es ist eine Einladung, die ein Echo ist unserer Sehnsucht, die wir alle erleben nach einem Leben in Fülle. Nach einem Leben, die Sinn hat, das Sinn hat, ein Leben voll Freude. Es ist, als ob Paulus die Fähigkeit hätte, das Herz eines jeden von uns zu hören und dem Stimme zu verleihen, was wir fühlen und was wir erleben. Es ist etwas in uns, das uns einlädt zur Freude und uns nicht den Ruhigstellungsmitteln hinzugeben, die uns einfach zufriedenstellen wollen. Gleichzeitig leben wir die Spannungen unseres Alltagslebens. Es gibt viele Situationen, die diese Einladung in Zweifel ziehen. Die Dynamik, in der viele von uns stehen, scheint uns zu einer traurigen Resignation zu führen, die zu einer Gewohnheit führt und zu einer tödlichen Folge, nämlich das Herz zu anästhesieren. Das Herz zu betäuben. Wir wollen nicht, dass die Resignation der Motor unseres Lebens ist, oder wollen wir das? Wir wollen nicht, dass die Gewohnheit sich unserer Tage bemächtigt, oder doch? Daher können wir uns fragen, wie können wir dafür sorgen, dass unser Herz nicht betäubt wird? Wie können wir die Freude des Evangeliums vertiefen in den verschiedenen Situationen unseres Lebens? Jesus hat es seinen Jüngern seinerzeit gesagt und sagt es auch heute. Geht, verkündigt. Die Freude des Evangeliums erlebt man, und man erlebt sie nur und lebt sie nur, wenn man sie gibt und wenn man sich selber gibt. Der Geist der Welt lädt uns ein zum Konformismus, zur Beweglichkeit. Und angesichts dieses menschlichen Geistes müssen wir erneut spüren, dass wir alle einander nötig haben, dass wir eine Verantwortung gegenüber dem anderen und gegenüber der Welt haben. Und wir haben die Verantwortung, die Botschaft Jesu zu verkünden. Denn die Quelle unserer Freude ist in jener unerschöpflichen Sehnsucht, Barmherzigkeit zu schenken, die Frucht der Tatsache, die unendliche Barmherzigkeit des Vaters erfahren zu haben. Geht zu allen und verkündet, indem ihr heilt und indem ihr heilt, verkündet. Dazu lädt uns der Herr heute ein. Und er sagt uns, die Freude des Christians erlebt man in der Mission. Geht zu den Völkern aller Nationen.
Der Christ findet die Freude in einer Einladung. Geht und verkündigt. Die Freude, der Christ erneuert die Freude und aktualisiert sie mit einem Ruf. Geht und salbt und heilt. Jesus sendet uns an alle Nationen, allen Menschen, zu allen Völkern. Und in diesem Allen von vor 2000 Jahren sind wir auch eingeschlossen. Jesus gibt nicht eine Auswahlliste, wer ja und wer nein, von jenen, die würdig sind, seine Botschaft zu empfangen und wer nicht, und wer würdig ist seiner Gegenwart. Im Gegenteil. Im Gegenteil, hat immer das Leben umarmt, so wie es ist. Ob es ein Angesicht des Schmerzes, des Hungers, der Krankheit, der Sünde hat. Mit verletzten Antlitzen, die durstig sind und die müde sind, mit einem Angesicht des Zweifelns und der Barmherzigkeit. Weit davon entfernt, und ein verschönertes Leben zu erwarten, dekoriert, geschmückt und er hat alle umarmt, die ihm begegneten, damit es ein Leben ist, auch wenn das Leben oft ruiniert schien, dreckig und zerstört. Jesus hat allen gesagt, geht und verkündet. Und dieses Leben ist nicht so, wie es uns gefallen würde, dass es sei. Geht und umarmt in meinem Namen. Geht zu den Kreuzungen der Straße, geht und verkündet ohne Angst, ohne Vorteile, ohne Überlegenheitsgefühl, ohne Purismus, und zwar zu jenen, die die Freude des Lebens verloren haben. Geht und verkündigt die barmherzige Umarmung des Vaters. Geht zu allen, die das Gewicht des Schmerzes erleben, des Scheiterns, die ein Leben haben, das gebrochen ist, und verkündigt die Verrücktheit eines Vaters, der sich auf die Suche macht, um sie mit dem Öl der Hoffnung zu salben, mit dem Öl des Heils. Geht und verkündet, dass die Fehler, die Illusionen, die uns täuschen, das Unverständnis nicht das letzte Wort in dem Leben einer Person haben. Geht mit dem Öl, das die Wunden heilt und das Herz beruhigt und tröstet. Encontrada y perdonada. La misión nace de experimentar una y otra vez. Die Mission entsteht nie aus einem bereits ausgearbeiteten Projekt oder einem Handbuch, was genau strukturiert und programmiert ist. Die Mission geht immer hervor aus einem Leben, das gesucht ist und was Heilung erlebt hat, was Heilung und Vergebung im eigenen Leben realisiert hat. Die Mission macht die Erfahrung, und zwar mehrfach, der Salbung, der barmherzigen Salbung Gottes. Die Kirche, das heilige Volk Gottes, weist darum auf den staubigen Straßen der Geschichte, die von so vielen Konflikten, Ungerechtigkeiten, Gewalttätigkeiten gekennzeichnet ist, diese Straßen zu gehen, um ihre Kinder und Brüder zu finden. Das heilige Volk Gottes hat keine Angst vor Fehlern. Sie hat Angst vor dem sich verschließen. Sich verschließen eine Elite, das sich festhalten an eigenen Sicherheiten. Es weiß, dass das sich verschließen in seinen vielfältigen Formen die Ursache ist für viele Resignationen.
Daher gehen wir hinaus, gehen wir und bieten wir allen das Leben Jesu Christi an. Das Volk Gottes weiß, wie man sich einbringen kann, denn es ist ein Jünger desjenigen, der sich in Knien vor denjenigen, vor seine Jünger gekniet hat, um ihnen die Füße zu waschen. Wir sind heute hier, weil wir viele sind, die den Mut hatten, auf diesen Ruf zu antworten. Viele, die geglaubt haben, dass das Leben wächst, wenn man es gibt, und geschwächt wird in der Isolation und der Bequemlichkeit. Wir sind Kinder des Mutes, des missionarischen Mutes der vielen, die bevorzugt haben, sich nicht in den Strukturen einzuschließen, die einen falschen Schutz geben, in den Gewohnheiten, in denen wir uns ruhig fühlen, während hin draußen eine hungrige Menge ist. Wir sind Schuldner einer Tradition, einer Kette von Zeugen, die es ermöglicht haben, dass die gute Nachricht des Evangeliums weiterhin von Generation und Generation neu und gut sein kann. Heute erinnern wir an einen dieser Zeugen, die in diesem Land die Freude des Evangeliums haben bezeugen können. Pater Junipero Serra. Er hat gewusst, dass er hatte zu leben gewusst, das, was wir als eine Kirche im Hinausgehen bezeichnen. Diese Kirche, die darum weiß, hinauszugehen und auf die Straße zu gehen, um die versöhnende Zärtlichkeit Gottes mitzuteilen. Er hatte den Mut, seine Heimat zu verlassen, seine Gewohnheiten, und er hatte den Mut, neue Wege zu öffnen, und er hatte und den Menschen zu begegnen, den vielen, und von ihnen zu lernen und ihre Gewohnheiten und Charakteristiken zu respektieren. Er hat gelernt, das Leben Gottes hervorzubringen und zu begleiten in den Antlitzen derer, denen er begegnete, indem er sie zu ihren Brüdern machte. Junipero hat versucht, die Würde der Urbevölkerung zu schützen und zu verteidigen, und zwar vor denen, die versucht haben, sie zu missbrauchen. Missbrauch, die auch heute uns traurig machen, vor allen Dingen wegen des Schmerzes, den sie in dem Leben vieler Leute hervorgerufen haben. Er hatte ein Motto, das seinen Weg inspirierte und sein Leben geformt hat. Er sagte immer, immer weiter. Das war die Weise, dem Junipero die Freude des Evangeliums gelebt hat, damit er nicht sein Herz betäubt. Immer voran, denn der Herr erwartete ihn. Immer weiter vorne, weil dein Bruder auf dich wartet. Immer voran, für all das, was noch zu leben ist. Er war immer voran. Und wie er damals, so können auch wir sagen, siempre adelante. Immer weiter. Soweit die Predigt von Papst Franziskus. Eine typische Franziskus-Predigt. Hier in einer wirklich kurzen und klaren Form auf den Punkt gebracht, was ihm wichtig ist. Eine Kirche, die herausgeht und die weiter nach vorne, sempre adelante, das ist eines seiner Hauptworte. Ich lade Sie ein, sich von diesen Worten des Papstes anstecken zu lassen und diesen missionarischen Eifer, der ihn erfüllt und der auch ein Kennzeichen für den Heiligen, den er heute heilig gesprochen hat, ausgezeichnet hat, auch in ihrem Leben zu realisieren und uns sich rufen zu lassen von Jesus Christus zur Verkündigung der Freude des Evangeliums.